Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Plattenladen. Ja, das analoge Auflegen mit Platten ist was, was mit dem DJing untrennbar ist. So ist das DJing auch erst groß geworden und auch die ganzen Künste mit Scratchen und Beatjuggling wären ja ohne den Plattenladen, also eben das Vinyl und den Schallplattenspieler, überhaupt nicht möglich. Insofern, auch wenn ihr digital auflegt, hier der Appell an euch, legt euch ein paar Platten zu, schaut mal, übt ein bisschen, ob ihr es schafft, eben auch mit Schallplatten aufzulegen. Denn ja, es gehört einfach dazu, dass man auch das mal gemacht hat und wenigstens weiß, wovon man spricht und nicht ganz so engstirnig und ignorant durch die Weltgeschichte läuft und sagt, außer digitalen Tracks fasse ich nichts an. Ja, der Plattenladen hat meistens ja eine besondere Auswahl. Und denn nicht nur das Vinyl ist leider inzwischen limitiert, sondern auch die Plattenläden an sich. Oft findet man die nur noch in sehr großen Städten und dann gibt es sie trotzdem immer noch nicht wie Sand am Meer. Von daher nicht nur das Vinyl limitiert, sondern auch der Laden. Und wenn ihr dann mal einen gefunden habt und auch hier besondere Stücke gefunden habt, dann habt ihr hier ein deutliches Alleinstellungsmerkmal eurer Konkurrenz gegenüber. Denn wenn es so eine Plattenpressung mal nur von 1000 Stück gibt, dann kann man sich mal ausrechnen, wenn die Platte dann auch weltweit vertrieben wird, wie viele DJs da wirklich in den Genuss dieser Platte kommen. Hier könnt ihr euch also eine individuelle Mediathek aufbauen, die euch deutlich von eurer Konkurrenz abheben wird. Ihr habt vor allem eben auch eine höhere Wertschätzung für diese Musik. Zum einen eben, weil sie teurer ist, zum anderen auch, weil ihr dieses Stück Musik ja wirklich in der Hand habt. Ihr könnt es sehen, ihr könnt es fühlen, könnt es halt direkt auflegen. Und das ist auf jeden Fall schon was Besonderes. Da ist der Konsum nicht mehr ganz so schnelllebig und unemotional wie bei digitalen Tracks. Was vor allem auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei Plattenläden, ist das soziale Umfeld. Denn wenn ihr dort Leute trefft, dann könnt ihr euch mal ziemlich sicher sein, dass es entweder Kollegen sind oder im Prinzip auch potenzielle Leute, die irgendwas mit der Szene zu tun haben. Sei es, dass sie Besitzer von irgendwelchen Locations sind, Veranstalter, Booker, eben direkte DJ-Kollegen, Produzenten und so weiter. Natürlich können sich hier auch private, unbeteiligte Konsumenten rumtreiben, aber auf jeden Fall lohnt es sich hier, die Augen und Ohren offen zu halten und hier eben vor allem wieder Netzwerken. Da sind wir wieder beim Thema Vitamin B und Netzwerken, ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr hier schon Kontakte knüpft, dann wird euch das mit Sicherheit in der Karriere später weiterhelfen. Gerade eben, wenn ihr aus dieser Stadt kommt, in diesen Plattenladen regelmäßig geht und die Leute dort sehen, okay, ihr seid präsent, ihr seid interessiert, ihr seid engagiert, dann wird die Wahrscheinlichkeit deutlich höher sein, dass ihr an euren nächsten Gig kommt, als wenn ihr das Ganze einfach nur anonym über iTunes kauft. Neben dem Connecten an sich könnt ihr hier natürlich auch Fähigkeiten austauschen oder Musikempfehlungen, weil die anderen Leute zum Beispiel auch merken, auf was fahrt ihr denn so ab. Und man kann eben dann so ein bisschen Nerd-Talk führen und nicht nur die Gäste, also die Kunden, sondern auch der Besitzer oder die Besitzerin an sich kennen euch vielleicht schon besser und können euch dann ja auch Empfehlungen geben. Das ist auf jeden Fall was sehr Wertvolles, denn gerade bei den Online-Anbietern sind es halt nur irgendwelche Algorithmen oder eben Vorverkäufe von anderen Menschen, aber diese realen Menschen kennen euren Musikgeschmack dann schon sehr gut, können euch einschätzen und somit wird diese Empfehlung auch deutlich besser sein als das, was ihr online findet. Und wenn ihr den Besitzer oder die Besitzerin des Plattenladens sehr gut kennt und einen richtig guten Draht habt, dann kann es sogar so weit gehen, dass sie für euch Platten zurücklegen. Denn gerade wenn eben dann mal Stücke sehr limitiert sind, ist das Gold wert. Und auf jeden Fall ein Argument, das ihr nicht unterschätzen solltet. Der Gang zum Plattenladen ist somit natürlich ein tagesfüllendes Erlebnis. Das ist nicht einfach, ich gehe mal kurz auf die Website, klick, 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 fertig, sondern eben wenn ihr nicht in der Stadt wohnt, müsst ihr erstmal dahin fahren oder ihr macht zum Beispiel gerade Urlaub und stöbert in einem anderen Land, in einem anderen Plattenladen. Das ist natürlich auch was Besonderes. Ihr müsst auf jeden Fall erstmal zum Laden hinkommen, seid dort auf jeden Fall auch einige Zeit beschäftigt, denn ihr müsst ja immer wieder durchhören. Das geht auch nicht so schnell wie das Ganze
online funktioniert. Und so seid ihr auf jeden Fall eure Zeit beschäftigt. Das kann man jetzt natürlich positiv oder negativ sehen. Wir sind eher der Überzeugung, dass es positiv ist, denn du hast ja trotzdem auch noch die Option, wenn du es mal eilig hast, einfach schnell in den Laden zu gehen, das zu kaufen, was du haben möchtest, und dann bist du auch schon ruckzuck wieder draußen. Natürlich ist es teuer, auf jeden Fall teurer als digitale Musik, aber es ist einfach was anderes. Du hast ja auch noch das physische Produkt, das du bezahlen musst und nicht nur die Musik an sich. Und deswegen kann man schon sagen, es ist gerechtfertigt. Der Zeitaufwand, vorhin schon angesprochen, du hast ja auch eben diese Lieferzeiten, wenn du es zum Beispiel bestellen musst, oder du musst hier auf Releases warten, bis das dann wirklich im Laden ist und so weiter, der Gang hin, der Gang zurück. Das sind alles Sachen, die Zeit kosten, das darf man nicht unterschätzen. Platten an sich sind natürlich auch eine umständliche und unhandliche Geschichte. Wer eben mal mit 2-3 Plattenkoffern zu einem Gig gefahren oder vielleicht auch mal gelaufen ist, weil er nicht weit weg wohnt von der Ziellocation, der weiß trotzdem, was er dann da an Gewicht bewegt hat. Das macht nur bedingt Spaß, ist auf jeden Fall gutes Training. Und insofern ist es natürlich deutlich entspannter, wenn man hier gerade einen USB-Stick nur mitnehmen muss, einen Haufen CDs oder seinen Laptop. Das sind auf jeden Fall andere Größennummern, aber wir sind trotzdem der Meinung, das Ganze lohnt sich. Alternativen könnt ihr natürlich auch insofern nutzen, dass ihr DJs, die ihre Karriere an den Nagel hängen, dann ihre Sammlung abkaufen könnt. Das kommt durchaus immer wieder vor. Und außerdem könnt ihr in Gebrauchtwarenläden gehen oder auf den Flohmarkt. Da wird auch gerne was angeboten, wobei das dann natürlich nicht so sortiert ist, wie es üblich ist. Plus Vorhören wird wahrscheinlich auch schwierig. Aber wenn ihr wisst, was ihr sucht, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Außerdem eBay oder zum Beispiel natürlich auch wieder Discogs als Marktplatz, ebenfalls möglich. Und vielleicht gibt es ja auch aktive DJs, die ein gewisses Repertoire an Platten haben, was sie einfach nicht mehr spielen, weil ihre Musiksammlung inzwischen so groß ist, dass es eben nicht mehr klappt und die Tracks sind ihnen nicht so wichtig. Dann könnt ihr natürlich auch die Platten von diesen Leuten abkaufen. Insgesamt ist es auf jeden Fall schön und wichtig, dass es Plattenläden immer noch gibt. Ihr solltet dieses Angebot auch wirklich nutzen. Es wird euch helfen. Und selbst wenn ihr digital auflegt und ab und zu nur mal eine Platte für euch privat auflegt oder auch wenn ihr nicht mal das macht, dann gehört sich eigentlich als DJ, dass ihr regelmäßig mal in den Plattenladen vorbeischaut und eben hier dieses Connecten wahrnehmt, das Vitamin B. Man kann es wirklich nicht oft genug betonen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Leute trefft, die eben aus der Szene sind, ist dort unfassbar hoch, so hoch wie eigentlich nirgendwo sonst. Und hier erwischst du die Leute vor allem auch noch zu einem Zeitpunkt, in dem sie eigentlich Zeit haben, in dem sie meistens gesprächwillig sind, weil abends auf Veranstaltungen hat man vielleicht anderes zu tun, ist mit Freunden unterwegs oder sonst was. Und hier ist wirklich ein sehr, sehr guter Ort, um sich zu vernetzen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.